Sie sind hier, 22. August 2018, 11.10 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Martin Odegaard M., Savio Sirico, R. und Co. Sie alle galten einst als Fußball-Wunderkinder. Urheberrecht Sport1 Grafik, Getty Images, Imago, Istock. Martin Odegaard kam in 3 Jahren auf ein Spiel bei Real. Sinan Kurt stand beim FC Bayern unter Vertrag. Sport1 zeigt, was aus den Wunderkindern wurde. Martin Odegaard kam in 3 Jahren auf ein Spiel bei Real Madrid und wird jetzt ein zweites Mal in die Niederlande ausgeliehen. Der 19-jährige Norweger wartet weiter auf seinen großen Durchbruch. Doch er ist nicht das einzige Talent, dem große Taten versprochen wurden. Sinan Kurt stand einst beim FC Bayern unter Vertrag, konnte die Verantwortlichen dort aber nie nachhaltig beeindrucken. Die Bayern ließen ihn im Winter 2016 zu Hertha BSC ziehen, wo er seither nur sehr selten Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Auch Alexander Merkel, Savio Sirico und Co. schienen eine große Karriere vor sich zu haben und erlebten oft bittere Enttäuschungen. Die Liste der großen Versprechungen ist lang. Sport1 zeigt die einstigen Wunderkinder und was sie heute machen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr